Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Interessierte, ich bin Anke Thumann, die Schulleiterin der berufsbildenden Schulen am Stadtgarten in Goslar. Schön, dass Sie sich informieren möchten über Wirtschaft und Verwaltung bzw. Gesundheit, denn dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir haben viele verschiedene Schulformen, die untereinander durchlässig sind in diesen Berufsbereichen und wir bieten hier auch viele Zusatzqualifikationen an, zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung oder auch Aufenthalte im Ausland. Wir sind Europaschule in Niedersachsen, wir sind Fair Trade School und wir sind zertifiziert als Schule gegen Rassismus und mit Courage. Das alles können wir nur leisten, weil wir viel Wert legen auf praxis- und projektorientiertes Lernen. Das können Sie auch in diesem Film sehen, den eine Schulklasse erstellt hat. Melden Sie sich bei uns, reservieren Sie sich einen persönlichen Beratungstermin, denn wir beraten Sie gern individuell auf Ihrem Weg von der Schule in den Beruf. Voraussetzung dafür, dass Sie bei uns eine Schulform besuchen können, ist der Hauptschulabschluss. Sollten Sie vielleicht schon einen Ausbildungsvertrag haben, auch dann lohnt es sich, sich nochmal bei uns beraten zu lassen, denn auch hier bieten wir viele Zusatzqualifikationen an oder auch Weiterbildung, die Sie interessieren könnten. Sollten wir also Ihr Interesse nachhaltig geweckt haben, freue ich mich, Sie hier bei uns begrüßen zu dürfen, vielleicht auch bei einem der sogenannten Schnuppertage, zu dem Sie sich unverbindlich anmelden können. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Hallo, mein Name ist Frank Grigoleit und ich bin der ständige Vertreter der Schulleiterin. In meinen Aufgabenbereich fällt unter anderem das Erstellen von Stundenplänen. Stundenpläne bestimmen nicht nur Ihren Unterricht, sondern auch Ihre unterrichtsfreie Zeit und damit auch Ihre Freizeit. An den BBS 1 kennen wir keine Freistunden, egal in welcher Schulform. Ob berufliches Gymnasium, Fachoberschule, Berufsfachschulen oder Berufsschule, in jedem Fall gibt es sehr kompakte Pläne. Der Unterricht beginnt morgens um 7.50 Uhr und endet regelmäßig nach der sechsten Stunde um 12.55 Uhr. An einigen Tagen schließen sich nachmittags noch zwei Stunden an und der Unterricht endet um 14.40 Uhr. Das ist aber eher die Ausnahme. Das sind doch ganz ordentliche Rahmenbedingungen. Was Sie in dieser Zeit hier erwartet, davon berichten im Folgenden meine Kollegen, die für die einzelnen Schulformen zuständig sind. Es würde mich freuen, wenn Sie sich für unsere Schule entscheiden. Es lohnt sich. Mein Name ist Markus Vogt. Ich bin zuständig für die Berufsfachschulen und für die Fachoberschule. Die Berufsfachschulen bereiten auf eine Berufsausbildung vor, die Fachoberschule auch auf ein Studium. In diesen Schulformen ist die berufliche Praxis von großer Bedeutung. Das zeigt sich einmal in Form von betrieblichen Praktika, dann durch die Arbeit in unserem gerade neu ausgestatteten Lernbüro und auch durch die Teilnahme am Gründerwettbewerb Promotion School. Projekte sind uns auch sehr wichtig. In der Fachoberschule gibt es dort ein eigenes Lerngebiet. Eine Schülergruppe beschäftigt sich beispielsweise gerade mit gerechtem Handel, also Fair Trade. Es gibt dort aber auch viele andere Themen und bei den kaufmännischen Assistenten Schwerpunkt Informationsverarbeitung und dafür ist dieser Film ja das beste Beispiel, ist das Projekt sogar Teil des Abschlusses. Our Vocational School, BBS 1 Goslar am Stadtgarten, applied together with the two other vocational schools in the county of Goslar for a grant within the program of Erasmus+. This grant was accepted and so we are able to send trainees that train within the program of the dual system of vocational education to other European countries for a internship. Within this program, we applied to become Europaschule in Niedersachsen, and this application was also accepted. Unsere Schule, die BBS 1 Goslar am Stadtgarten, hat zusammen mit den anderen beiden berufsbildenden Schulen des Landkreises Goslar einen Antrag auf Förderung durch Erasmus+-Gelder beantragt und der erfolgreich stattgegeben wurde. Dadurch ist es uns möglich, auszubilden im dualen System der Berufsbildung für ein Praktikum ins europäische Ausland zu schicken. In diesem Zusammenhang haben wir auch einen Antrag gestellt auf Auszeichnung als Europaschule, der auch erfolgreich genehmigt wurde. Was gefällt dir an dieser Schule besonders gut? Also mir gefällt an der Schule gut, dass es schön ausgestattete Computerräume gibt mit vielen
einzelnen Rechnern, damit auch jeder einzeln arbeiten kann. Mir gefällt hier sehr gut, dass die Lehrer so ruhig sind, chillig. Das war in meiner alten Schule nicht so. Hier wird man direkt auf den Beruf vorbereitet, was mir auch sehr gefällt. Was gefällt Ihnen an dieser Schule besonders gut? Vor allem das nette Kollegium. Es herrscht insgesamt eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre. Daneben dann aber auch die vergleichsweise gute technische Ausstattung mit modernen Medien wie Dokumentenkameras, interaktiven Tafeln mit Beamern und Internetzugang per LAN in allen Unterrichtsräumen. Ja, in erster Linie muss ich sagen, das Kollegium. Es fängt viel, viel auf. Man hat immer einen Ansprechpartner. Wir sind wirklich partnerschaftlich und gemeinschaftlich unterwegs. Das ist immer sehr gut. Dann natürlich auch die Schüler. Unheimlich tolle, motivierte junge Leute, die hier an der Schule sind. Die Ausstattung, also auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Sauberkeit, ordentlich, die wahnsinnig tolle Ausstattung in den Schulen, was so die Tafel angeht, die ganze Technik, viel DV-Unterstützung möglich. Das sind so die drei wichtigen Pfeiler, die ich sehr gut an dieser Schule finde. Was gefällt dir an der Schule besonders gut? Also erstmal auf jeden Fall mehr der Wecker, weil man kann sich in den Pausen immer was zu essen holen, falls man mal nichts mitgenommen hat. Dann haben sie noch für die Schule eine sehr gute EDV-Ausstattung, haben in jedem Klassenraum einen Beamer mit Präsentern und Whiteboards. Ja. In dieser Schule hier finde ich erstmal die Ausstattung natürlich ganz klasse. Also gerade in dem Bereich Informatik macht es Spaß zu unterrichten, weil unsere PC-Ausstattung mit insgesamt, wie viele Räume haben wir? Mit insgesamt 7 Räumen, gut ausgestatteten Räumen und entsprechender Beamer- und Whiteboard-Ausstattung schön ist. Kann man gut unterrichten und die Schülerklientel hier ist nett. Da gibt es eigentlich wenig Probleme über die Jahre hinweg, wenn ich mal so resümiere. Und auch das Kollegium hier ist sehr aufgeschlossen und für die Zusammenarbeit sehr nett und sehr macht Spaß, mit denen zu arbeiten. Sowohl Lehrer sind alle nett, die Schüler und meine Klassenkameraden auch. Wunderbar. Und natürlich die Unterrichtszeiten sowieso. Ja, sehr gut. Also gerade die EDV-Einrichtung ist schon sehr ordentlich und sehr gut ausgestattet. Und wir achten auch sehr darauf, dass wir mit unseren vorgegebenen Mitteln doch immer das Aktuellste und auch immer das von den Rahmenbedingungen her am besten geeignetste für unsere Schüler herstellen können. Und da ist es uns immer sehr wichtig, dass auch vor allem jeder Schüler einen eigenen Rechner hat, jeder Schüler einen eigenen Monitor hat, also einen eigenen Arbeitsplatz hat. Und unabhängig jetzt von den EDV-Räumen, was man hier ja so sieht, das ist die Schule eigentlich auch sehr gut ausgestattet. Wir haben ein neues Lehrerzimmer, das ist auch sehr angenehm, ganz modern, es wird auf Farben geachtet und von daher fühlt man sich hier wohl.